Schönen guten Morgen nochmal an der Stelle. Herzlich willkommen zum Börsenbuffet. Ich bin die nächste Stunde für euch da. Mal gucken, was hier an den Märkten passieren wird. Ich fange vielleicht gleich mal an mit Bayer. Gestern Tagesgewinner 62,87. Ein Widerstand. Diese abwärtsgerichtete schwarze Trendlinie wurde überschritten. Gestern den ganzen Tag über Käufe. Man sieht es auch hier im Intraday-Chart. Also was heißt auch, man sieht es im Intraday-Chart, es ging den ganzen Tag weiter nach oben. Hier jetzt dann eine bisher bullische Konsolidierung, solange die 62,33 gehalten werden kann, könnte es zu einem neuen Hoch kommen und einer Ausbruchsbewegung. Ein Tagesschluss über 62,87 und auch jetzt überschreiten Intraday und der Tegel könnte uns bringen Richtung 67,72 bei Bayer. Ja, haben wir auch den Effekt, den wir in vielen Einzelwerten sehen, dass eine Gewinnwarnung ausgesprochen wird. Da komme ich auch gleich zu Thyssen. Und die Aktie wird gekauft. Bei Bayer gab es jetzt nicht eine Gewinnwarnung, aber man hat gesagt, man hält die Ziele, man hält daran fest. Aber es wird zunehmend ambitioniert, die Ziele zu erreichen. Aber was Bayer macht, im Gegensatz zu ThyssenKrupp, es geht hier Schlag auf Schlag. Mit dem Umbau des Konzerns ist ein Teilbereich verkauft worden, da hat man ein US-Biotech-Unternehmen hier gekauft in den USA, die im Bereich Stammzellen tätig sind und hat dann eben im nächsten Schritt, ist man jetzt mit dem Tiergesundheitsgeschäft dran, das zu verkaufen. Also das sind lauter Dinge, die eben darauf hindeuten, dass man eben hier, dass hier was passiert und bei das würdigt die Börse. Wir haben eine inverse Schulter-Kopf-Formation, ja auch linke Schulter-Kopf in der Mitte, rechte Schulter. Insgesamt ist das hier eine 1, 2, 3 Bodenbildung. Man kann also eine Schulter-Kopf-Schulter, eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation auch einfach vereinfacht darstellen. Man braucht nicht die linke Schulter, spielt eigentlich keine Rolle in der ganzen Geschichte, sondern einfach nur ein 1, 2, 3 Trendwendemuster, weil eine inverse Schulter-Kopf ist immer nur oder eine 1, 2, 3 tief ist ein Teil von einer inversen Schulterkopf. Also wir haben quasi hier jetzt dann auf der linken Seite linke Schulter, Kopf in der Mitte, rechte Schulter, brechen da jetzt aus. Ja, ich kann mir das aber auch einfach machen, was ich auch tat auf CMC-TV und mir das Tief und den Impuls ausgehend von diesem Tief anschauen und mich daran orientieren. Und hier sehen wir den ursprünglichen Impuls 1, dann hatten wir hier eine 2, die 3 und ja, hatten wir quasi hier nochmal den Test von dem Punkt 1, nicht wirklich punktgenau, aber davon ausgehend jetzt ein Anstieg in Richtung 261,8er Fibonacci-Extension. Hiervon kann es auch sein, dass die Aktie erstmal scheitert, nochmal in Richtung 59,87 geht. Es wird sich jetzt hier dann entscheiden, ob sie den Widerstand an der Stelle brechen kann oder nicht. Der China A50-Index ist hier dabei, eine Bodenbildung auszubilden. Im 4-Stunden-Chart Festland chinesische Aktien, die natürlich auch für den DAX eine gewichtige Rolle spielen, weil jeder jetzt auf China schaut und was passiert da konjunkturell weiterhin. Wir hatten gestern eben die Import-Export-Daten und dort sahen wir einen besseren Import. Also der Konsum ist stabil. Gleichzeitig wuchs der Export unerwarteterweise. Und das deutet darauf hin, dass China relativ resilient ist, was man im Englischen sagt, also widerstandsfähig gegenüber den Strafzöllen, die Trump verhängt hat. Und hier sehen wir jetzt eben dieses 1-2-3-Trend-Wendemuster und der Festlandchinesische, also der China A50, kämpft jetzt mit dem Punkt 1, den zu halten. Eine Kerze steht hier für den Preisverlauf von 4 Stunden. Diesen Zeitintervall habe ich hier jetzt gewählt. Sollte das hier halten, die Unterstützung, wäre die Chance gegeben, dass wir eben, also 12.946, ja, die Chance gegeben, dass wir hier
uns stabilisieren. Ein Abtauchen und Unvermögen des Marktes hier, dieses zu halten, würde erstmal die Situation wieder neutral gestalten. Aber seit Beginn der Korrektur sehen wir eben jetzt das erste Mal, dass ein Impuls eben mit einem höheren Hoch auch abgeschlossen werden kann. Ja, hier der Rücksetzer, höheres Hoch. Hier war auch ein Rücksetzer, kam kein höheres Hoch und ist auf ein tieferes Tief gegangen. Hier das Gleiche. Ja, Rücksetzer, konnte nicht ein höheres Hoch machen, ist ein neuer Absturz gekommen. Also Verhaltensänderung bei den chinesischen Aktien, durchaus für den Moment eine Stabilisierung, die wir hier sehen. Beim Goldpreis sehen wir heute Morgen ein Plus von gut 2 Pünktchen sind noch übrig. Im Stundenchart die Situation jetzt jene, dass wir, das geht hier immer noch um diesen Abwärtsimpuls, ja, von einem 1, 2 und bisher ist nada, kein Punkt 3 da. Heißt also jetzt für den weiteren Verlauf, ja gut, es ist Punkt 3 da. Sorry dafür. Da hat das Augenmaß gerade nicht gereicht. Wir haben tatsächlich jetzt im Gold 1, 2, 3, ein aktives 1, 2, 3 Trendwendemuster. Und wir haben gerade den Punkt 2, sind wir gerade dabei, den hier zu testen. Also Widerstand für alle, die Gold beobachten. Widerstand, ganz wichtig, wird auch auf Stundenbasis 15.06.82 sein. Dann könnten wir auch die 15.10.47 rausräumen. Das wäre die Bedingung dafür, dass wir Abwärtsziele vermeiden. Und ein Abwärtsziel wäre 14.83.85. Ja. Insofern durchaus spannend, was Gold derzeit hier macht. Das WTI in dieser Woche deutlich abgestürzt. Hier war es nicht möglich, eine Fibo-Marke aus dem 1-2-3 hoch, das wir hier im April ausgebildet haben, zurückzuerobern. Nächst tiefere Marke war die Zielzone 50-96. Darum geht es jetzt. Hält dieser Support? Oder hält er nicht? Dann Schlusskurs runter, könnte uns bringen Richtung 44,01. Brentöl schwächer unterwegs als das WTI, schließt unter der 2,618er Fibonacci-Extension aus einem 1,2,3 hier oben, auch aus dem April. Ist also, was die Chart-Situation angeht, schwächer unterwegs als das WTI. 51,53 ist da das nächstmögliche Ziel. Das wäre die volle Bewegung 4,23,6 nach unten im Rohöl. Brennt. Dollar zum Yuan, chinesische Währung. Das Fixing heute um 3 Uhr von der chinesischen Notenbank erneut höher für Dollar-Yuan, also erneute Abwertung der chinesischen Notenbank, die eigene Währung angeht. Da kann man jetzt drauf warten, geht Dollar-Yuan unter 705,91. Das könnte uns dann eben eine Entspannungssignale bringen. Solange das aber hier so läuft, wie es an der Stelle war, dass also jegliche Rücksetzer gekauft werden, könnte es auch sein, dass wir eben einen bullischen Druckaufbau hier nach oben sehen. Für den Moment hier der Markt seitwärts, aber wir haben eben aktives 1, 2, 3. Trendwendemuster, also quasi 1:0 für die Bären. Das hier ist aber zweimal ein Warnsignal für die Dollar-Yuan-Bären, das eben bei 705,91 in diesem Bereich, wo das 1:2:3 reaktiviert werden könnte, Käufer sitzen. DAX-Chart technisch gedeckelt bei 11.835, Unterstützung 7.02, innerhalb der Grenzen ist der Markt neutral. Die Öffnungshandelsspanne reicht von 7.80 bis 8.16, Markt genau in der Mitte, bisher also keine Signale für eine
Verbesserung der Lage. Charttechnisch der SPX 500 Cash im Tageschart testete die 200-Tage-Linie. Zurückeroberung 2877 ist auch erfolgt. Das ist das Januar 2018 hoch. Und damit ist es grundsätzlich einmal positiv. Was wir hier sehen, ist dieser ganze Rücklauf ist nicht bärisch, das ist kein Top. Wir haben hier an der Stelle das Hoch, also ausgehend von dem Hoch, ist es in einem Zug nach unten gegangen. Das ist bullish. So sehen Bullmarkt-Korrekturen aus. Es geht im, das ist ja die Unterscheidung von dem Bärenmarkt. In dem Bärenmarkt geht es schlagartig hoch und dann geht es eben die Folgetage immer tiefer, immer tiefer. So nach einer chinesischen Wasserfolter gibt es ja, also tröpfchenweise geht es nach unten immer weiter und es wird immer zermürbender, die Stimmung immer schlechter. Im Bullenmarkt ist genau das Gegenteil der Fall. Da geht es peu à peu, geht es nach oben, Schritt für Schritt und dann knallt es mal und dann geht es wieder Schritt für Schritt nach oben. Und wir sind am Allzeithoch im SPX 500 Cash. Bei all der schlechten Stimmung, die wir hierzulande haben, diese schlechte Stimmung herrscht an der Wall Street nicht. Und genau das, was eben typischerweise zu der Beschreibung passt, die ich gerade nannte für den SPX 500 Cash und für den Bullenmarkt, ist das genau das, was wir hier sehen. Es geht eben Schritt für Schritt, relativ langweilig vielleicht sogar, nach oben und dann knallt es. Und dann geht es wieder Schritt für Schritt nach oben. Solange wir hier, also bärisch wäre es gewesen, wenn der Markt hier zurückgesetzt wäre, wäre nach oben gegangen, über so eine ausgedehnte Zeit hätte so ein Top ausgebildet. Also kein Top da. Insofern hier ein für den Moment bullischer Test von der 200-Tage-Linie. Und 2877 kann man sich orientieren. Und dann werden sicherlich viele Trader auf diesen Scheitelpunkt von diesem Doppeltop, ja, was kein Doppeltop ist, aber sicherlich 2967 werden viele beachten. Also Widerstand nach oben 967, Support 877 im SPX 500 Cash. DAX immer noch neutral, der Trendfilter, die Opening Range, ganz wichtig zu beachten. Ich werde nicht müde an der Stelle immer wieder zu sagen, darauf hinzuweisen, dass man im DAX einen Trendfilter benötigt, weil der DAX oft lethargisch seitwärts läuft. Wenn ich da Trendmuster handle, irgendein Ausbruch aus dem Dreieck zum Beispiel, kann ich vergessen, da ist kein Trend, also gibt es auch keine Trendausbrüche und Trendfolgesignale, Trendfortsetzungssignale. All das gibt es eben in der Seitwärtsspanne nicht. Und ein typisches Indiz dafür, dass der DAX eben trendlos ist und in der Seitwärtsspanne ist, ist, dass er ein Unvermögen zeigt, die Grenzen der Vorbörse zu verlassen. Es gibt eigentlich gar keine richtige Vorbörse mehr vom DAX, da der DAX Future, nachdem auch der Germany 30 Cash von CME Markets bepreist wird, der CFD. Dieser FDAX, der DAX Future, wird ja fast rund um die Uhr gehandelt. Also insofern gibt es diese Vorbörse nicht, aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Es war ja in der Vergangenheit immer so, dass zwischen 8 und 9 Uhr, also 8 Uhr FDAX-Handelseröffnung war, bis 9 Uhr wurde dann ausgelotet, wo sind ein bisschen die Grenzen für heute. Und dann ging es eben um 9 Uhr los mit dem Präsenzhandel, ob das Volumen dann in die Aktien kam. Und so hat sich das eingebürgert. Wenn man sich das Volumen anschaut im DAX Future, dann ist es immer noch so, dass 8 bis 9 Uhr als die Vorbörse vom DAX bezeichnet werden kann. Obwohl der DAX, und das ist eben etwas, was ich finde, wenn ich mir so die ganze Berichterstattung über den DAX anschaue, der DAX war nachts schon mal bei 11.339. Das hat da draußen niemand mitbekommen. Das ist aber gleichzeitig erstmal eine Abkühlung vom Hoch zum Tief um 10,5%. Gleichzeitig ist da unten eben die 261,8 der Fibonacci-Extension und bei 404 eben auch die 161,8 der Extension aus dem Boden, also Kreuzsupport. Der DAX war schon viel tiefer, als es da draußen viele mitbekommen haben. Viele haben erst mitbekommen die Eröffnung, die ja irgendwo schon im Bereich von 550 war. Ja, so, da war sie nicht, aber als sie wieder auf den Kurszettel geguckt haben, haben also irgendwo Kurse um 550 oder 600 gesehen als Tief. Dabei waren wir schon bei 336 unten, nicht ganz. 339 war, glaube ich, das Tief. Ja, genau, 339,50. Also das ist der Vorteil vom CFD, dass er den CFD auf dem
also in Germany 30 CFD hier handeln könnt. Hier seht ihr die Handelszeiten auch über die ganze Woche hinweg. Bekommt also jedes Hoch und jedes Tief dann auch mit. Wir preisen den Germany 30 Cash nach dem DAX Future und entsprechend sind auch die Handelszeiten genau gleich. Also nichts 9 bis 22.30 Uhr, 22 Uhr oder sowas, dann kriegt man den ganzen Nachthandel nicht mit, sondern hier hat man also einen vollen Zugriff auf den Handel. Wichtig jetzt im DAX, ja gut, das war es eigentlich, was ich dazu sagen wollte. Kommen wir mal zum Chat. Ich bin hier die ganze Zeit am Erzählen. Was kommt denn hier? Dot Trader schreibt, Neuseeland-Dollar, US-Dollar, das könnte ein aufsteigender Keil im 1-Stunden-Chart sein. Neuseeland-Dollar, US-Dollar, wie sieht da die charttechnische Lage aus? In Neuseeland eine der Chart der Zinssenkungen gesehen, Anfang der Woche auch in Thailand und in Neuseeland, Thailand und ich müsste jetzt lügen, war es Indien auch noch. Also drei asiatische Zentralbanken auf jeden Fall mit Zinssenkungen, Neuseeland war eine davon. Leitzinssenkungen durch die Notenbanken dort. Man sieht, ich habe hier noch eine alte Chartanalyse, bereinige ich mal alles, spielt keine Rolle mehr. Schöne Geschichte ist, dass wir hier ein tieferes Tief haben. Tieferes Tief unter dem Oktober 2018 Tief. Bedeutet hier jetzt durchaus die Möglichkeit, dass wir eben einen neuen Boden ausbilden. Da einfach mal auf ein 1, 2, 3 Tief achten, ob sich das herausbildet oder nicht. '64, '36, '68, '63, '44, also ist das Tief vom 19. September bis zum Hoch vom 10. Oktober. Ja. Es ist wirklich jetzt mega Big Picture, ja. Also wenn ihr da wirklich von jetzt auf die nächste Stunde handeln wollt, dann spielt das, was ich jetzt hier einzeichne, erstmal keine Rolle. Wenn da Bedarf steht, kann ich auch eine kleinere Zeitebene nochmal gehen. Aber grundsätzlich hier beim Neuseeland-Dollar, US-Dollar haben wir eine Bodenbildung. Haben hier, man sieht es punktgenau, 100% Extensionslevel getestet, testen jetzt den Punkt 2 nochmal. Was hier aber bärisch ist und was ein bisschen auch schon auf die Neuseeland-Dollar-Schwäche hindeutete, ist das Unvermögen des Marktes, im Punkt 1 dann Schlusskurs darüber zu generieren. Sieht ja also wochenlang versucht, hier über den Punkt 1 zu gehen, hat nicht geklappt und jetzt ist hier der Test von dem Punkt 2 da. Damit grundsätzlich die Möglichkeit, wenn er sich hier stabilisiert, dass wir nochmal in Richtung 68, in den Punkt 1 gehen hier oben. Deswegen im Tageschart jetzt habe ich da jetzt, wie gesagt, da drauf geguckt, da ist ein tieferes Tief da. Also jetzt mal gucken, ob wir hier in dem Kontext hier quasi so ein 1, 2, 3 bekommen. Das könnte quasi hier so eine Bärenfalle dann auch sein, diese ganze Konstruktion. Also da mal drauf achten, durchaus hier ein Richtungsentscheid, der bei Neuseeland-Dollar, US-Dollar ansteht. Lee fragt, ich hätte eine Frage. WTI 4-Stunden-Chart, ist es beim nachhaltigen Überschreiten von ungefähr 52, 77 nicht eine 1, 2, 3 oder bin ich da falsch im Bilde? Also WTI 4-Stunden-Chart, kleinerer Zeitintervall als ich ihn habe. Ich habe mir also einen Tageschart hier angeschaut, kann aber auch in den 4-Stunden-Chart mal gehen. Ja, das ist korrekt. Also wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, nachhaltiges Unterschreiten, Überschreiten 52, 77 wäre dann ein 1, 2, 3 Tief. Das ist wäre korrekt, ja. Ja, also Punkt 3 ist noch nicht da.
Deswegen Fragezeichen, deswegen 52, 77, 4 Stunden Schlusskurs darüber. Jo, wäre genau das. Am Support. Gleichzeitig ist das Unvermögen des Marktes, das zu tun, ein potenzieller bärischer Druckaufbau in Richtung der 50, 96 und 50, 46. Also sehr gut von Lee, genau exakt richtig, den neuralgischen Punkt hier rausgefischt und erkannt. DAX entscheidet sich, nichts zu entscheiden. Ralf Mandl fragt, es gab sogar mal einen Kollegen, der die Nachkurse bei Elliott-Wellen nicht zählte und erst auf die Bestätigung im Kasse dann wartete. Ja, das sind halt, ich meine, es kann sein, dass er das so gemacht hat, will ich nicht bewerten. Für mich ist das wichtig, was ich handeln kann. Bestes Beispiel, wir waren in Stuttgart, hatten da so ein Event gemacht am Vorwahlabend von Trumps Wahl. Das war ein Tag davor. Waren wir in Stuttgart, hatten Kunden eingeladen, hatten da alles amerikanisch dekoriert mit amerikanischen Fahnen. Es gab amerikanisches Essen, was das Hotel dann zur Verfügung gestellt hat. Ein super geiles Event, hat mir super Spaß gemacht. Und da hatten wir uns dann unterhalten, wo könnte ein Tief sein von Trump. Und dann kam der Kollege Konstantin Oldenburger, der mittlerweile nicht mehr bei CMC ist, und ich auf die Idee oder auf die charttechnische, wir beide kamen auf diese Marke. Dann kam Trump und das ganze Chaos in der Nacht und so. Und in der Nacht wurde ja auch der Future gehandelt. Und das Tief war exakt dort, wo wir auch im Raum, war jeder so, ja, Alter, das ist jetzt echt ein wichtiger Support, hat jeder verstanden. Und da kamen wir dann auf dieses Tief und es war dann exakt am nächsten Tag, ich glaube irgendwann um 3.30 Uhr oder 4 Uhr, war es das Tief für diese ganze Trump-Rally, die dann folgte. Und es war mitten in der Nacht. Das war ein Tief, das mitten in der Nacht gehandelt wurde. Und ich weiß auch, dass während der Wahl viele Hedgefondsmanager, da gibt es ja auch alle möglichen Geschichten dann, während der Wahl schon, die haben gesehen, Trump gewinnt, der Markt, die Futures brechen ein als erste Reaktion. Die sind dann von ihren Wahlevents dann eben weggefahren in ihr Office und haben dann da angefangen, S&P Futures zu kaufen. Und das ist halt handelbar. Es ist mitten in der Nacht, es ist nicht der Parketthandel. Wenn ich gewartet hätte bis nächsten Tag um 15.30 Uhr, ja, dann hätte ich zwar dann meine Bestätigung oder sonst wie, aber ich hätte halt ganz andere Kurse gehabt, auch schlechtere Kurse und eben nicht die Kurse, die einem Support waren. Und das ist ein typisches Beispiel, was eben jetzt auch den Germany 30 angeht. Wenn ich wirklich so nach diesen Stufen arbeite, ja, wenn der SPX 500, der Germany 30 unter einem FIBO-Level schließt, ist die Erwartungshaltung, er geht bis zum nächst tieferen FIBO-Level. Und dann kommt hier Momentum, er schließt schon wieder drunter und dann kann ich mir das nächst tiefere FIBO-Level anschauen. Das war aber irgendwann in der Nacht, keine Ahnung, auch wieder 3 oder 3:30 hier zu sehen. Entschuldigung, muss ich mal gucken, wenn ich erzähle. Dann euch auch den Chart zu zeigen. Ja, also jedes Mal, wenn er unter einem FIBO-Level schließt, dann kann ich mich orientieren, dann geht er potenziell bis zum nächst tieferen FIBO-Level. Hier hat er auch dann drunter geschlossen und das hier unten, das ist das, was ich gerade sagte, war halt mitten in der Nacht. Klar kann ich dann warten, bis der Parketthandel dann wieder beginnt, dann bin ich halt wieder hier oben. Aber why? Warum sollte ich es tun? Hat halt dann auch praktische Gründe. Aber wie gesagt, man muss es so analysieren, wie man eben damit dann auch klarkommt. Euro-türkische Lira, wie sieht es da aus? Da in den letzten Tagen, ich bin jetzt selbst gespannt, weil ich habe jetzt seit 24 Stunden nicht drauf geschaut, wie es bei der türkischen Lira ausschaut. Oder ausschaut mittlerweile, wie es ausschaute, weiß ich, wir waren an einem zentralen Support. Und jetzt bin ich selbst gespannt, ob dieser Support noch hält oder nicht. Ja, also auf Schlusskursbasis unterschritten. Also Euro-Türkische Lira
finde ich selbst hier spannend, weil wir genau dieses Spiel haben. Schließt der Markt unter einem FIBO-Level, kann ich mich am nächst tieferen FIBO-Level als mögliches Ziel. Entschuldigung, mir ist gerade das Mikro hier runtergefallen. Ich hoffe, das ist bei euch nicht zu laut. Also, wenn es darunter schließt, dann kann ich mich potenziell am nächst tieferen FIBO-Level orientieren und das wäre dann 5,82. Also deutliches Korrekturpotenzial. Theoretisch, da ist natürlich nichts garantiert. Ja, jegliche Charttechnik ist, der Markt ist immer wackelig, ist halt nichts garantiert, aber zumindest ist das etwas, wo man sich jetzt orientieren kann. Und offenbar, so lese ich das, orientiert sich daran auch der Markt, weil er ja ein tieferes Tief gemacht hat, wenn wir hier ganz genau hinschauen. Ja, immer noch im Tageschart, tieferes Tief gemacht und dann macht er jetzt, testet er nochmal 6,15, genau dieses FIBO-Level. Kommt er dann nochmal drüber? Und dann wird er davon abgelehnt, zurückgewiesen an der Stelle. Und da wird es jetzt eben spannend, wenn er zurückgewiesen wird, dass es eben kein Rebreak gibt, dann kann man ja auch das Spiel machen, in kleineren Zeiteinheit zu gehen. Ja, wir sehen also tieferes Tief, hat der Markt gerade gemacht, versucht jetzt hier eben Impuls auszubilden. Und da wird es jetzt eben in den nächsten Stunden spannend sein, zu sehen, wenn er dann wieder nach unten geht, kommt wieder ein tieferes Tief oder dreht er da irgendwie und macht ein höheres Hoch. Das wäre die Verhaltensänderung. Und in dem ganzen Prozess hier auf der rechten Seite ist er der Test von dieser Marke. Ja, läuft seit 7. August. So. Und wir sehen jetzt im Stundenchart immer wieder diesen ein Impuls, der halt reinkommt, weil die Käufer diese Unterstützung verteidigen wollen. Und genau, dann laufen sie zurück, versuchen dieses Hoch da oben rauszuräumen, klappt nicht, kein höheres Hoch, Schlusskursbasis da wichtig. Und dann haben wir ein tieferes Tief. Ja, und dann kommt von dem tieferen Tief, ja, kein richtiger Impuls, aber auch kein tieferes Tief. Ja, es ist so, seither geht es dann darum, quasi zu testen, kommt er wieder über diesen Support, ja. Also, es muss ein richtiger Impuls sein, hier kam er nicht rein. Das hier war kein tieferes Tief, also zählt das auch nicht. Aber auch da ein Rücklauf und der Versuch, ein höheres Hoch auszubilden, was an der Stelle nicht funktionierte. Ja, lange Lunte. Also, das sind lauter solche Sachen, wo man ein bisschen ja, Infos bekommt über den Markt. Und das wird man eben jetzt auch bekommen in diesem Impuls. Was passiert da? Ja, Rücklauf und dann wieder ein Unvermögen, ein höheres Hoch auszubilden, dann kommt wahrscheinlich ein tieferes Tief. Also spannend, das euro-türkische Lira anzuschauen. Produktübersicht, was das Thema Haltekosten angeht. Auf der Short-Seite von euro-türkische Lira erhält man 16,8614% an Haltekostengutschriften. Das heißt, mit einem Trade von 10.000 Euro mal 0,168614 sind das 1.686,14 € an Haltekostengutschriften, aber nicht pro Tag, sondern im Jahr. Pro Tag wären das dann an Trade-Größe 4,62 € pro Tag an Haltekosten, mal 3 ist das Ganze dann übers Wochenende. Auf der anderen Seite ein 10.000 Euro Trade auf der Long-Seite kostet 2.104,75 € an Haltekosten pro Jahr, pro Tag 5,76 €. Also hier aufgrund des Zinsunterschieds zwischen Eurozone, Nullzinsen und Türkei, wo wir ein Hochzinsland haben, gibt es eben diese Haltekosten-Thematik. Wer sich dort einlesen möchte, ist herzlich eingeladen, sich unsere CMC IQ-Videos anzuschauen, da habe ich das in Ruhe erklärt, wie das mit Haltekostengutschriften oder Haltekostenbelastungen sich verhält. So, DAX-Schlusskurs drunter ist da, Signalkerze. Ist die 928 Kerze 774 Signallinie. Markt entscheidet, möchte er Trendbewegung abwärts starten.
Richtung 7,45 wäre mögliches Ziel? Ja oder nein? SPX 500 im 5-Minuten-Chart zu beachten, dieses 1-2-3-Trendwendemuster. Die ganze Zeit hat er den Punkt 1 hier gehalten. 9,25 wird wichtig sein, dass wir da jetzt möglichst wieder drüber gehen, wenn es im Sinne der Käufer weitergehen soll. DAX bestätigt die Auflösung nach unten der Opening, der Eröffnungshandelsspanne nicht, damit erstmal kein Signal, dass er in eine Trendbewegung gehen möchte, ist weiterhin neutral, das Ding, hat aber jetzt ein tieferes Tief gemacht. Also grundsätzlich damit jetzt auch die Möglichkeit, dass wir jetzt mit dem tieferen Tief, das ist die Bedingung dafür, dass der DAX ein 1-2-3-Tief oder 1-2-3-Hoch im 1-Minuten-Chart ausbilden kann, ist jetzt die Bedingung, dass er ist erfüllt. Der erste Schritt ist gegangen dafür, dass er ein 1-2-3 machen kann. Ja, also quasi so 1-2-3, einen höheren Hoch, möglichst eben im SPX 500 Cash dann auch bestätigt auf beiden Seiten. Also wird jetzt spannend sein zu sehen, ob wir den Boden, ob der SPX 500 Cash die Bodenbildung, die er wann heute Nacht gemacht hat, ob er die weiterhin halten will oder wie er erstmal auf Tauchstation geht. Commerzbank noch stärker unter Druck. Offenbar schaut sich da die Regierung gerade an, was mit der Commerzbank passieren soll. Es war die Commerzbank die Braut, die geheiratet werden sollte von der Deutschen Bank. Jetzt ist es das Sorgenkind. Tieferes Tief, minus 2% erneut. Durch ein Gap-Down, das über Nacht gegeben hat. DAX mit tieferem Tief, SPX nicht. So, jetzt mal beobachten, was das Ding hier bastelt. DAX potenziell ist mit einem Signal für eine Trendbewegung abwärts, da die Signallinie hier 774 unterschritten wurde. Im 1-Minuten-Chart keine Reaktivierung von dem Punkt 1 im SPX 500 Cash. Das trübt hier die Stimmung offenbar auch im DAX ein. Zinsabstand, wenn man die 10-jährigen Renditen nimmt und davon die 2-jährigen abzieht, ist nur noch 0,092% in den USA. Das ist hier zurückgegangen um 13%. Da waren wir vor 3 Wochen waren wir noch bei 0,25%. Jetzt sind es nur noch 0,09%. Wenn dieser Zinsabstand negativ wird, dann hätten wir da etwas, was am Markt als Rezessionssignal angesehen wird, vorliegen. Stefan M. hat vorhin gefragt, Jochen, wo hast du die Infos her? Das kriege ich jetzt nicht mehr zusammen, was du da meinst.
Jetzt geht es um die Frage, im 1-Minuten-Chart oben rechts, macht der SPX 500 Cash schon ein tieferes Tief? Ja, nein. DAX hat sich wieder, ist hier wieder über die Signallinie geklettert. Also die Vorlage ist da für eine Bodenbildung, dafür müsste er über 9,2610 gehen und es vermeiden, 9,2389 nach unten zu brechen. Stefan M. fragt, dass der DAX so tief stand, wo ich die Info her habe. Nun, ich befinde mich ja in der Handelsplattform von CMC Markets und man kann den Germany 30 Cash bei CMC Markets auch nachts handeln und dort war das Tief am 6. August 11.339. DAX macht für sich ein 1, 2, 3 Tief. Durch das Überschreiten von der 82,15. Also würde er machen. Würde damit ein bisschen dem S&P vorauseilen. Was heikel wäre. Aber das ist halt immer auch dem Umstand geschuldet, dass jetzt der DAX gerade sich im Haupthandel befindet. Natürlich mit groß Warten und Zögern ist da nichts. Der DAX, der SPX 500 ist im elektronischen Handel, da geht es schon ein bisschen gemächlicher zu. Insgesamt ist der SPX 500 Cash auch gemächlicher. Aber ich sage immer, der SPX 500 Cash ist der beste Indikator für den Germany 30 Cash für den CFD. Stefan M. sagt, weil der DAX Future lässt sich ja nicht nachts handeln, das stimmt nicht. Hat die Eurex geändert, gibt Nachthandel im FDAX. Wir haben die gleichen Handelszeiten wie der FDAX für den Germany 30 Cash CFD, der auf dem Future gehandelt wird und gepreist wird. Elon Musk hat getweetet, die Version 10 Update für die Teslas sieht wirklich sehr gut aus. Early Access soll es bald geben. Version 10 Update für Tesla umfasst zum Beispiel Streaming-Funktionen für den Bildschirm, bessere Highway Autopilot, bessere Ampel- und Stoppschilderkennung. DAX aktiviert jetzt hier das 1, 2, 3. Trendwendemuster, für alle hier nochmal die Beschriftung, wie sieht es da aus? Also quasi eine 1, eine 2 und an der Stelle die Kerze ist die 3, der Schlusskurs über der 1. Und jetzt ist die Frage, folgt der SPX, bestätigt der SPX das Ganze? Yes or no?
Wenn euch das Format gefällt, dann abonniert doch unseren Kanal, unseren YouTube-Kanal, würde mich sehr freuen. Wenn ihr das macht, ich veröffentliche auch weitere Videos auf unserem YouTube-Kanal und wenn ihr den abonniert, dann bekommt ihr eben auch mit, wenn ein neues Video erscheint. Wir haben ein großes Update vor uns. Neue Version von unserer HTML5 Handelsplattform, die ihr jeden Tag hier bei CMC.tv auch sehen könnt. Großes Update kommt vermutlich am Montag nächste Woche auch für alle, die bereits ein Konto haben. Wird es dieses Update geben. Dazu habe ich auch ein Video gemacht, das auch auf unserem YouTube-Kanal erscheinen wird. Wenn ihr hier oben, wenn ihr abonniert, dann seht ihr das live nach oben gehen. 10.125 Abonnenten haben wir. Vielen Dank für euer Vertrauen an der Stelle. Der SPX kämpft immer noch, 2.926. Und drückt sich ein bisschen vor der Entscheidung für den Moment. Autoverkaufszahlen im Juli in China, 1,51 Millionen Autos wurden verkauft, minus 5,3%. Ich habe leider keine Vergleichswerte, was da erwartet wurde. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Die IHK, Unternehmensverband, rechnet damit, dass die deutschen Exporte 2019 stagnieren werden. Schwarze Null. Zuvor plus 1,2% erwartet. Herzlichen Glückwunsch dafür. Das haben wir schon mitbekommen, dass es da nicht gut läuft. Ja, und wer möchte in dem Raum Frankfurt erst? Wir haben einen Trader-Stammtisch am 16. August, nächsten Freitag, 11 bis 13 Uhr. Wenn ihr Lust habt, dann meldet euch an. Die Plätze sind hier wirklich begrenzt, weil der Raum nicht endlos groß ist. Wir machen das also in unserem Büro hier in Frankfurt. Trader-Stammtisch, ein Austausch über Handelsstrategien unter Tradern. academy@cmcmarkets.de. First come, first serve. Wer als Anfang dabei ist, bekommt also einen Platz. Ihr seid da herzlich eingeladen, teilzunehmen. So, ihr seht, der SPX 500 Cash hat keine Lust, das 1, 2, 3 tief zu aktivieren. 9,2610. Well, well. Bisher zumindest nicht.
Wenn Unger fragt, gibt es die Möglichkeit, solche Termine längerfristig zu kommunizieren, sodass man etwas planen kann? Da am besten auch einfach eine Mail an academy@cmcmarkets.de. Dann können wir quasi intern dann beziehungsweise die Kollegin einfach da so eine Verteilerliste machen und es wird sicherlich nicht der letzte Stammtisch auch sein. Und wenn ihr da auf der Gästeliste sozusagen auf dem Verteiler steht, dann bekommt ihr eben auch die nächsten Termine etwas früher schon. Also wir sind schon eine Weile dabei, auch Kunden direkt einzuladen. Also es wird nicht der letzte Stammtisch dieser Art sein. Benson fragt, Jochen, was sagst du zu Tesla? Ja, können wir heute anschauen. TSLA. Nun, wir haben in der Tesla ein 1, 2, 3 Tief. Das ist schon ein bisschen länger her, bildet aber immer noch eine ganz gute Orientierung, vor allem bei diesem Kreuz Unterstützung. Gebilde aus dieser aufwärtsgerichteten Trendlinie und dem 61,8er Fibonacci-Preiserweiterungsziel. Das nächste höhere, die 1,61,8, hat gehalten, 222,75. Ja, das ist erstmal positiv. Nachdem hier am Tag, ich zoome mal hier ein bisschen rein, sieht man glaube ich auch ein bisschen mehr dann. So. Hier ist jetzt, ich bin hier im Wochenkerzenchart. Diese violette Linie ist die exponentiell gewichtete 200-Wochen-Linie. Die liegt bei 267,04 und war vor 3 Wochen auch ein bisschen höher. Da haben wir nachbörslich genau diese Linie getestet. Und dann kam eben ein paar Minuten später, kamen dann die Quartalszahlen und dann ist die Aktie hier abgeschmiert. Das ist die Quartalszahlenkerze, ist diese schwarze. Aber 222,75, punktgenau getestet, punktgenau waren dort Käufer. Also für alle Bären in der Tesla-Aktie ist das erste Mal eine Schlappe, dass dieser Support nicht unterschritten werden konnte. Bedeutet, es könnte wieder einen Angriff geben in Richtung der 200-Wochen-Linie. Dann wird es eben wichtig sein, dass wir dieses Mal daneben. 262,77, 267,04, Cluster-Widerstand, wenn der überschritten wird. Möglichkeit und Hoffnung für die Käufer dann, dass wir in Richtung 327, in Richtung der nächsthöheren FIBO-Marke dann gehen können. Was jetzt eben, um möglichst hier die Bären, die Shorties aus der Aktie rauszuschütteln, wichtig wäre, dass eben die 222,75 hält, sollte dem nicht so sein und würde die Aktie das unterschreiten, käme es noch einmal zu einem Test von dieser Cluster-Unterstützung 182,71 und dieser grünen aufwärtsgerichteten Linie. Also, was heißt, käme es dazu, es könnte dazu kommen, also immer der Konjunktiv ist die Sprache der Börse. Wenn man sagt, so kommt's und ich weiß es besser, ich kann in die Zukunft schauen, passt auf bei diesen Leuten, die das machen. Konrad fragt, könnten wir uns für den Stammtisch auch mal in München treffen? Ja, also es ist grundsätzlich einmal jetzt eine Idee, die wir hier in Frankfurt ausprobieren wollen, einfach einen Stammtisch zu machen, immer zu den Verfallstagen, ist so der Plan. Also Verfallstagen vom DAX. Why not? Ich halte nicht viel von diesen ganzen Verfallsgedöns. Das ist für mich eher Voodoo-Zauber als alles andere. Aber ist egal, es geht ja um diese Stammtische. Die wollen wir eben jetzt erstmal testen hier in Frankfurt. Natürlich hier im Office alle, die aus der Umgebung kommen. DAX hat Spaß. Ich komme gleich nochmal dazu. Aber wenn sich das hier als Erfolgskonzept zeigt, dann haben wir tatsächlich auch die Idee, das auszuweiten in andere
Städte. DAX ist gut drauf, ne? Ich schau nach einer Nachricht. Hier ist jetzt das 1, 2, 3 Tief ist aktiviert. Ich habe noch keine Nachricht. Danzig bin ich mir nicht sicher. Ivo. Markus Schüssler fragt, wo kommt die Rakete im DAX her? Ein wilder Ritt, schreibt Carol. Ich weiß es nicht. I don't see it. Auf jeden Fall haben wir jetzt in 1, 2, 3 Tief mal aktiviert, aber what's going on? Keine Ahnung. Da ist wohl ein Banker am Keyboard ausgerutscht. Ist das Bayer? Ivo. Lee schreibt Halleluja. Ja, Bayer könnte gut sein. 3,6%. Bayer, company reported to propose up to an US-Dollar 8 billion Roundup Settlement. Holla, die Waldfee. 8 Milliarden könnte es kosten, Roundup. Man hat gesagt, alles unter 10 Milliarden Euro ist gut. Also Roundup ist das Glyphosatmittel von der Bayer, von Monsanto. Man hat der Monsanto übernommen, offenbar. Das macht jetzt hier die Runde. Company are reportedly to propose up to an 8 billion Roundup Settlement. Also es geht ja darum, diese Zehntausenden von Klagen, das schafft da kein Gericht, sondern man möchte einen Vergleich. Und jetzt ist das erste Mal eine Summe gefallen und offenbar ist es hier die vorgeschlagene Summe für die gesamten Klagen, die anhängig sind, ist über einen Vergleich des zu kleinen 8 Milliarden US-Dollar. Das ist ein US-Dollar, nicht Euro. Ja, also es wäre unter 10 Milliarden Euro. Insofern ist das very positive für Bayer. Offenbar ist das genau die Nachricht, die jetzt hier auch den Markt nach oben treibt. Ja, plus 10%. Vier 23,6er ist die das ist natürlich der Major Overhang jetzt gewesen für die Bayer-Aktie. 67,72, nächstes Ziel 72,45 möglich. Ich schicke jetzt gerade, deswegen tippe ich hier parallel rum, eine Push-Notification raus für jeden, der quasi unsere App hat, dass das etwas ist, was eben nicht verpasst wird. Also sorry, wenn ich hier rumtippe, aber ihr seht jetzt auch gleich das Ergebnis und ich sage auch gleich was dazu, wie ihr zu diesen News kommt. So, jetzt seht ihr gleich die Push-Notifications in Action. Ich habe das jetzt weggeschickt. Da bekommt hier die Push-Notification. Bayer berichten zufolge zu Vergleich bereit, Summe von 8 Milliarden US-Dollar genannt. Ich habe mich hier wunderbar auch verschrieben. Sehr gut gemacht, Herr Stanzl. 8 Milliarden US-Dollar bereit, Bayer plus 11,8%.
Das ist jetzt etwas, offenbar ist die Aktie jetzt auch vom Handel ausgesetzt. Es gibt ja hier auch diese Circuit Breaker, diesen USA gibt es ja auch. Jedenfalls bekommt ihr das jetzt auch auf das Smartphone. Ihr seht das jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wenn ihr unterwegs seid, dann bekommt ihr eben das auch, diese Notifications on the go, wenn ihr ein Konto bei uns habt. Das ist die Bedingung und eben für die Insights und diese Push-Notifications braucht ihr Einstellungen, die ihr tätigen müsst, wenn ihr sie noch nicht getätigt habt. Und das könnt ihr machen, indem ihr hier auf Marktpuls geht, dann auf Insights, dann hier unten links dann auf dieses Glockensymbol und dort könnt ihr dann auf Volatilitätsalarme und Eilmeldungen gehen und euch dann wählen, über welche Kanäle ihr die erhalten wollt. Also nützliches Ding. Ich lege mich da wirklich ins Zeug, wirklich da alles Relevante rauszuschicken, dass ihr das dann eben auch entsprechend bekommt. Der DAX jetzt bei der 8,51, SPX 500 testet nochmal einen Punkt 1. Jetzt die Frage, in den USA ist das jetzt nicht die große Nachricht. Das interessiert in den USA jetzt erstmal vielleicht so unbedingt niemanden, dass es da jetzt mit Bayern nach oben ging. Das ist eher so eine DAX-Geschichte, psychologische Geschichte, Short-Squeeze, viele Stops, die jetzt gerissen wurden, das ist jetzt eben diese ganze Aufarbeitung, die jetzt passiert. 11.835 ist als charttechnische Marke überschritten worden, die 100% Extension, das sieht man eben auch, ist punktgenau auch bei diesen gerade nachrichtengetriebenen Markt, den wir jetzt gesehen haben, exakt erreicht worden und daran haben sich die Trader orientiert. An der Stelle gab es eben entsprechend, genau an der Stelle wieder Verkäufe und Gewinnmitnahmen. Man sagt, okay, wenn ich da long war und es geht so schnell nach oben extrem, dann nehme ich Gewinne mit und gucke erstmal, dass der Staub sich legt, was da noch übrig ist. Karol M., vielen Dank für den Tipp. Ivo, schreibst richtig geil, da kommen die Nachrichten echt schnell. Twitter Live Squawk, auch eine Möglichkeit, das zu machen. Thomas Lomax schreibt, bei dem Spike kommst du manuell nicht so schnell rein. Da ist der Move schon vorbei, sonst weiß, was los ist. Ja. Aber es ist jetzt Bewegung da und immer wenn Bewegung da ist und wir haben eben jetzt auch das Signal für eine Aufwärtsbewegung. Ja, Signalkerze überschritten, 8,29, ein Support an dieser Stelle. Sehr schön, ich klinge mich an der Stelle wieder aus. Wenn ihr Lust habt, dann abonniert doch unseren Kanal hier oben. 10.125 Abonnenten haben schon CMC Markets Deutschland den YouTube-Kanal abonniert. Ich wünsche euch an der Stelle ein schönes Wochenende. Cool, dass ihr wieder mit dabei wart. Wir sehen uns, wenn ihr wollt, am Montag wieder ab 9 Uhr zum Livestream. Dann werden wir uns dann wieder angucken, was so an den Märkten alles Verrücktes passiert. Schönes Wochenende, erfolgreichen Handelstag. Macht's gut, bye bye und ciao.